Servus Leute, ich bin heute im Munich Open in München auf dem Kickbox-Turnier vom Verband ISKA. Und heute lassen wir es krachen. Ich habe heute auch ein paar Wettkämpfer dabei und heute nehme ich euch mit, wie es so mal hier abläuft. Ja, also, check! Hey Leute, ich habe heute auch einen Multitasking-Job. Das heißt, ich bin Coach, ich bin auch Ringrichter, Referee und ich bin mein eigener Kameramann. Also. Ich habe hier den Coach Goni aus Unterschleißer. Coach, du hast jetzt bald die Ring of Fire. Kannst du uns ganz kurz erzählen, was uns, was auf die Leute zu erwarten hat? Erstmal hallo zusammen. Es erwarten euch spannende Profi-Boxkämpfe, K1-Kämpfe, ein Oriental Rules, A-Klasse-Fights, B-Klasse-Fights, C-Klasse-Fights. Also es ist für alle was dabei und wie immer Top-Fights. Dieses Jahr steht noch November eine Auflage und nächstes Jahr Juni geht es weiter. Also das sind zwei Veranstaltungen pro Jahr. Und Leute, die nächste Veranstaltung ist am 4. Mai. Ich bin dabei, ich bin immer als Ringrichter dabei. Ich bin da auch immer voll geehrt, dass ich da auch mit dabei sein kann. Und das ist eine mega Veranstaltung, auf jeden Fall empfehlenswert. Unter dem Video verlinke ich noch die Informationen dazu. Wir sehen uns am 4. Mai in Ring of Fire in der Schweiz. Yeah! Hey Leute, die Kämpfe sind im vollen Gange und ja, ich habe jetzt schon auch 3 Stunden Ringrichter gemacht, auch meine Kämpfer gecoacht. Wir haben einmal verloren, jetzt sind wir gleich nochmal dran und ja, jetzt schauen wir uns die nächsten Kämpfe noch an und dann geht es wieder los bei uns. Wie läuft's hier? Super. Hey Leute, Tamara ist meine Assistentin. Ja. Sie macht fast alles. Was isst sie jetzt? Banane. Ich hab so viel gemacht. Und das ist der Coach. Matthias muss noch kämpfen. Voll motiviert. Der muss noch lange warten, Leute. So ist es halt mal im Turniertag. Den ganzen Tag warten. Ja, einen Kampf machen und dann nach Hause gehen. Das Beste kommt zum Schluss. Ich habe jetzt Feierabend, heute Kampfrichter gemacht und als Coach unterwegs gewesen und habe die Leute gecoacht und war auch als Ringrichter tätig. Es war eine mega geile Veranstaltung hier bei Munich Open. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir ein Like übrig und ein Gefällt mir und teilt das Video. Also, bis dann. Ciao.